Diese Sendung widmet Ihnen Bauer Druck und Medien. Der Profi im Druckwesen, der schnell, zuverlässig und preisgünstig liefert. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Angebot. Your Personal Print Broker. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Nach dem knappen Sieg bei der EU-Wahl fühlt sich die FPÖ für die Nationalratswahl bestens gerüstet. Auch fordern die Freiheitlichen als stärkste Kraft das Recht zur Ernennung des EU-Kommissars, der dann letztlich bestimmt wird. Das Rennen um die Kanzlerschaft in Österreich ist somit eröffnet. Eine ganz entscheidende Rolle dabei wird Christian Hafenecker spielen, Generalsekretär der Freiheitlichen. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Christian Hafenecker jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Abend, Herr Wendel. Ja, Herr Hafenecker, aber zuerst eine chronikale Meldung. Wieder ein Blutverbrechen in Wien. Und die erschreckende Zahl dieser Verbrechen reißt einfach nicht ab. Heute ein Axtmord. Der Täter, ein Rumäne, ist dann von der Polizei erschossen worden. Ja, was wissen Sie aktuell von diesen Vorkommnissen? Ich weiß auch nicht mehr, als ich hier bei Ihnen und auf anderen Plattformen lesen kann. Aber der Punkt ist ja ein anderer. Diese Gewalttaten, die hier immer mehr werden, vor allem in der Stadt Wien, muss man auch einmal ganz klar sagen, da zieht sich eines durch wie ein roter Faden, und zwar, dass das samt und sonders Migranten sind, die hier zu diesen Taten offensichtlich neigen und andere Kulturen hier einreißen, die wir absolut nicht haben wollen. Also ich finde das natürlich schlimm für das Opfer und generell schlimm auch für die Polizisten, die hier in Wien tagtäglich solche Einsätze mitmachen müssen, die ja schlussendlich in dem Fall auch sogar von der Faustfeuerwaffe Gebrauch machen mussten. Also das sind Zustände, die hätten wir uns vor 20, 25 Jahren hier nicht vorstellen können, noch vor wenigen Jahren eigentlich nicht. Und mittlerweile ist das aber das tägliche Brot in der Berichterstattung. Das zeigt ja, dass offensichtlich hier zu viele Migranten und vor allem zu viele falsche Migranten bei uns im Land sind. Bestimmte Zahlen wird man nicht mehr zurückdrehen können. Und auch die Entwicklung in den Schulen ist ja wirklich auffallend, wenn man das so beschreiben kann. Es gibt jetzt die neue Zahl, 35% aller Schüler und Schülerinnen in Wien haben bereits muslimischen Hintergrund und geben als Islam, als ihre Religion an. Heute hat ein Schuldirektor aus Wien, Floridsdorf, eben gesagt, bei uns feiert man nicht mehr Ostern, sondern eher Ramadan. Ist das für Sie eine besorgniserregende Entwicklung oder kann man das noch mehr oder weniger in den Griff kriegen? Ja, es ist wirklich besorgniserregend. Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen. Ich hoffe, dass hier die Zahlen stimmen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich wenige Jahre alt war, so Anfang der 80er Jahre, da hat man davon gesprochen, dass so 40 bis 60, maximal 80.000 Muslime im Land sind. Und heute geht die Zahl insgesamt schon in Richtung 1 Million, wenn man dann natürlich auch die nachfolgenden Generationen sieht. Das heißt, hier kommt es zu einem massiven Austausch der Bevölkerung, hier kommt es zu einem massiven Wandel. Und auch mich haben die Zahlen schockiert, also 35% muslimische Kinder in den Wiener Schulen. Das zeigt, dass man hier eine vollkommen verfehlte Asyl- und Zuwanderungspolitik gemacht hat. Und so sieht sozusagen auch die SPÖ in Wien die Rechnung dafür bezahlen muss, dass man sozusagen über Jahrzehnte hinweg immer jeden in die Stadt gebeten hat. Man hat ja den Leuten auch alles Mögliche schmackhaft gemacht mit zusätzlichen Sozialleistungen und vieles mehr. Das heißt also, wenn hier wer die Verantwortung für diesen Wandel in der Zusammensetzung der Gesellschaft hat, dann ist es aus meiner Sicht die SPÖ und auch Bürgermeister Ludwig. Ja, wenn wir jetzt wieder zurück auf die EU-Wahl, Wien war quasi noch immer der große rote Turm. Österreichweit liegt die FPÖ relativ komfortabel vorne, plus 8,2%. Knapp dahinter, knapper als ursprünglich erwartet, die ÖVP, und dann noch einmal knapp dahinter die SPÖ. Ja, sind Sie für diesen Dreikampf, den wir ja im Herbst haben werden, bei der Nationalratswahl gerüstet, Herr Hafenecker?
Ja, wir sind absolut gerüstet für die kommenden Nationalratswahlen und man muss hier schon noch eines sehen, und zwar sowohl die ÖVP als auch die SPÖ sind zwei Parteien, die wesentlich stärker mit der Europäischen Union assoziiert werden, als es bei der FPÖ der Fall ist. Das heißt also, alleine schon in der Zusammensetzung der Wähler ist bei den beiden Parteien an sich mehr drinnen, und das haben die letzten Wahlergebnisse ja auch immer wieder gezeigt bei Europawahlen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich bemerkenswert, dass wir Freiheitliche erstens einmal 2% oder über 2% aus dem Nichtwählerbereich holen konnten, dass wir natürlich auch viele Stimmen von der ÖVP geholt haben. Und wissen Sie, ich finde das so bemerkenswert. Ich meine, da sitzen jetzt die Schwarzen und die Roten herum und feiern wechselseitig ihren vermeintlichen Sieg. Aber man muss schon ganz klar sagen, das sind für beide Parteien historische Wahlergebnisse, nämlich im negativen Sinne. Und dass also sowohl der Herr Babler, dessen Turbo scheinbar nicht gezündet hat, als auch der Herr Nehammer noch in den Ämtern sitzen, halte ich für bemerkenswert. Denn wie gesagt, also was kann einem schlimmer passieren als die historisch größte Wahlschlappe, die man bei beiden Parteien einfahren konnte. Also man sieht schon, da ist man in irgendeiner Ausnahmesituation, dass man jetzt sozusagen schon das feiert, dass es nicht so schlimm war, wie es der eine oder andere Demoskop zugegebenermaßen falsch gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz, beide Parteien sind abgewählt worden, und ich weiß nicht, woher die jetzt ihre Zuversicht für Nationalratswahlen hernehmen. Das wird noch eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Ja, wobei für den Herrn Lobatka 20%, vielleicht sogar darunter, prognostiziert worden ist. Und da lagen die Meinungsforscher natürlich schon ganz schwer daneben. Aber auch der Dreier bei der FPÖ ist nicht eingetreten. Also ich bin, weiß nicht, welche Umfragen Sie gesehen haben, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass man zwischen Europawahlen und Nationalratswahlen differenzieren muss, weil halt die Wählerzusammensetzung hier auch eine andere ist, beziehungsweise die Mobilisierungsmöglichkeiten andere sind. Das ist mal das eine, aber spannend ist, dass jetzt sowohl die Sozialdemokraten als auch die ÖVP daraus ableiten, dass sie da jetzt in ein Duell mit Herbert Kickl gehen können, sei ihnen natürlich unbenommen. Aber wissen Sie, ich finde es schon wieder interessant, was man da schon wieder für Kniffe macht. Denn auf der einen Seite sagen jetzt beide anderen Parteien, sie sind da jetzt quasi auf Schlagdistanz und im Duell mit unserem zukünftigen Volkskanzler. Auf der anderen Seite ist man aber auch nicht bereit, das Ergebnis eines Duells anzuerkennen. Das heißt, was meine ich damit? Wenn also die ÖVP oder die SPÖ, je nachdem, wer das dann sein soll, ja, kann man es auch nicht vorstellen, als Erster über die Ziellinien gehen, dann wäre es natürlich legitim, dass die beiden jeweils wechselseitig einen Kanzlerabspruch ableiten. Und bei der Freiheitlichen Partei ist es nichts. Also wenn Herbert Kickl Erster wird, sagen alle schon, na, das machen wir so nicht. Ja. Und da sieht man natürlich auch einen Grund dafür, warum die Wähler hier so sauer reagiert haben auf die beiden Parteien, weil sie einfach den demokratischen Anstand verloren haben und Ergebnisse nur mehr so interpretieren, wie es ihnen gerade passt. Ja, sie sind aber in der Pole Position momentan. Also wer Erster wird, stellt den Kanzler. Das ist Ihre Aussage. Das ist auch die Aussage von Herbert Kickl. Sie haben es aber vorhin schon erwähnt, aber es will keiner so wirklich mit dem Herbert Kickl. Ja, wie das? Naja, schauen Sie, das sehe ich zum Beispiel tiefenentspannt. Also nachdem beide Parteiobleute, sowohl der Herr Babler als auch der Herr Nehammer, noch nicht von der eigenen Partei entfernt worden sind, dann wird das spätestens nach der Nationalratswahl der Fall sein. Und da werden wir dann sehen, wer dann dort das neue Obmann sitzt und in allfällige Verhandlungen hineingeht und wie man dann vielleicht doch zu einer demokratisch legitimierten Regierung kommen kann. Im Optimalfall natürlich mit einer FPÖ auf Nummer 1 und mit einem Herbert Kickl ganz, ganz vorne. Also das wird man dann nach der Wahl bewerten müssen. Da halte ich jetzt nicht recht viel auf die Unkenrufe, die es da momentan gerade gibt. Und schauen Sie, wir werden einfach das machen, was wir in den letzten Wochen und Monaten auch schon gemacht haben. Wir bieten der österreichischen Bevölkerung eine Koalition an und weder der SPÖ noch der ÖVP, sondern wie gesagt, wir wollen im Interesse der Bevölkerung agieren und davon werden wir auch nicht abrücken. Naja, die ÖVP scheint ja momentan geschlossen zu sein und vor allem auch geschlossen hinter Karl Nehammer zu stehen. Und bei der SPÖ ist das schon nicht mehr so ganz so fix. Da gibt es schon wieder die ersten Querschüsse aus dem Burgenland. Die Heckenschützen sind wieder unterwegs. Wie sehen Sie das? Ja, das ist ganz offenkundig, dass es hier Unzufriedenheit innerhalb der SPÖ gibt. Und vielleicht, also ich bin jetzt nicht der Politikberater der Sozialdemokraten in diesem Land, aber vielleicht sollte mal
darüber nachgedacht werden, ob man auch innerhalb der SPÖ und vor allem hier innerhalb der SPÖ-Wählerschaft mit diesem unverbrüchlichen Asyl- und Zuwanderungskurs weitermachen möchte. Denn eines ist klar, die SPÖ hat sich von einer ehrenwerten Arbeiterpartei mittlerweile zu einem linken bunten Haufen da irgendwie gewandelt. Ja. Arbeiterinteressen sehe ich hier nicht mehr an der ersten Stelle, sondern eher die Interessen derer, die hier ins Land kommen und unsere Sozialtöpfe ausräumen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dass das mit der breiten Wählerschaft der SPÖ von damals nicht mehr unbedingt kompatibel ist, ist auch klar. Darum merke ich ja auch einen Unterschied zwischen Sozialdemokraten aus den Bundesländern, möglicherweise auch aus dem gewerkschaftlichen Bereich und der schwer linken Truppe, die hier in Wien offensichtlich noch im ganzen Bundesgebiet die wichtigsten Positionen besetzt und auch den Kurs der SPÖ macht. Das ist einmal das eine. Ja, und bei der ÖVP, wie gesagt, also die Geschlossenheit hinter Karl Nehammer, Sie wissen ganz genau, wie schnell man in der ÖVP sein kann, um einen Obmann abzumontieren. Das hat der Herr Mitterlehner auch eine Zeit lang geglaubt, dass die Partei geschlossen hinter ihm steht. Dann kam ein gewisser Sebastian Kurz daher. Also da würde ich jetzt auch nicht zu viel Gravität der ganzen Angelegenheit beimessen. Also der ist auch schneller weg, als er schauen kann. Vielleicht auch vor allem dann, wenn die ÖVP-Wählerschaft und auch die Funktionäre einmal verstanden haben, was eigentlich Stocker und Nehammer hier ständig nach außen kommunizieren. Denn auf der einen Seite fantasiert man da zwar irgendwas von einem ersten Platz daher, auf der anderen Seite sagt man aber auch gleich, wer ÖVP wählt, bekommt zwei linke Parteien gratis dazu. Denn wer soll, also nach den Ausführungen jetzt vom Herrn Nehammer und anderen, denn sonst die Koalitionspartei der ÖVP sein? Da gehen sich ja nur die Sozialdemokraten und wahrscheinlich die Neos aus. Ja. Das heißt, also das muss dem bürgerlichen Wähler klar sein. Er wird einmal mehr hinters Licht geführt von dieser ÖVP. Jetzt haben sie ja gerade die ganz Linken in die Regierung gesetzt, die Klimakommunisten von den Grünen. Ja. Und jetzt gibt es halt dann sozusagen eine vielleicht ein bisschen leichtere Variante, aber nicht minder schlimm, ja. Und zwar jene mit der SPÖ und mit den Neos, ja, wo also LGBTQ-Rechte ganz wichtig sind, wo man den Ökoterrorismus und den Ökokommunismus weiter fortsetzen möchte, wo man weiterhin wirtschaftsfeindliche Programme machen möchte. Die SPÖ lässt sich jeden Tag eine neue Steuer einfahren. Also wenn das ist, was die Österreicher wollen, dann müssen sie die ÖVP wählen. Und wenn man das nicht möchte, dann bieten wir natürlich eine gute Alternative dafür an. Ja, doch zurück zur EU-Wahl. Wie gesagt, Sie werden eine ganz starke Delegation jetzt nach Brüssel bzw. ins EU-Parlament nach Straßburg schicken. Sie wollen aber mehr. Sie fordern als Sieger dieser Wahl auch einen Kommissarsposten. Das ist das erste Mal, wenn ich richtig informiert bin, dass die Freiheitlichen das einfordern und sie sagen, es sei wirklich eigenartig, dass die ÖVP, die ja eine krachende Niederlage, das sind ihre Worte, eingefahren hat, auf die Idee kommt, diesen Posten überhaupt selbst zu besetzen. Also, sie sind als Erste durch die Ziellinie, sagen sie, ich möchte oder wir möchten auch den Kommissar oder die Kommissarin stellen. Was wollen Sie konkret? Naja, schauen Sie, ich halte es einfach für undemokratisch und auch dem Wählerwillen nicht folgend, ja, wenn die ÖVP die historisch schallendste Ohrfeige aller Zeiten da jetzt erhalten hat durch die Wähler, ja, dann herzugehen und zu sagen, wir haben alles richtig gemacht und wir wollen natürlich weiterhin den EU-Kommissar nominieren, denn wir wissen, dass es noch nie einen anderen EU-Kommissar gegeben hat, außer einen, den die ÖVP nominiert hat. Und ich denke, auch da sollte mal auf die Höhe der Zeit zurückgekommen werden. Und auch da sollte man einmal sagen, gut, ein Wählervotum ist zu akzeptieren. Und wenn die Wähler in Österreich heute oder die letzten Tage am Wahltag die FPÖ zur stärksten Partei gemacht haben, dann muss man ja davon auch ableiten können, dass wohl auch der Wählerwunsch jener sein wird, dass die FPÖ einen Kommissar für die Europäische Union nominiert. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, woher die ÖVP die Legitimität ableitet, dass sie jetzt noch schnell mit ihrer scheidenden Koalition und mit ihrem Miniaturkoalitionspartner da schon wieder irgendwelche Dinge über unsere Köpfe hinweg entscheiden können. Also das halte ich für einen zutiefst ungerechten Vorgang. Und wie gesagt, das trägt auch dem Wählerwillen nicht Rechnung. Und vielleicht noch etwas. Wir haben doch gesehen, welche Themen, und Sie haben ja auch mit einem ähnlichen Thema einmoderiert, welche Themen die Menschen heute beschäftigen. Neben der Migration ist es natürlich auch die Inflation, es ist der Krieg in der Ukraine,
es ist das Aufgeben der Neutralität, es sind Sicherheitsfragen an allen Ecken und Enden. Und genau deswegen haben wir gestern gesagt, wenn wir einen EU-Kommissar nominieren könnten, dann hätten wir da eine gute Kommissarin im Petto, das wäre aus unserer Sicht die Frau Dr. Susanne Fürst. Und wir hätten auch schon das richtige Gebiet für sie, denn wir wünschen uns einen Kommissar für Remigration. Das ist nämlich etwas, was in Europa ja ständig in irgendeiner Art und Weise ignoriert wird. Wir wollen einen Kommissar haben, der sich vordergründig dafür darum kümmert, dass also diese dringend nötigen und in großer Zahl nötigen Abschiebungen aus den europäischen Ländern möglichst rasch durchgeführt werden können, um endlich einmal auch diesem Sicherheitsproblem, das wir in vielerlei Hinsicht haben, beizukommen. Ja, also bisher war der Kommissar Johannes Hahn, der scheidet aus, wird neu besetzt, aber trotzdem zurück zu dem Wort Remigration. Dieser Terminus, der wurde von den neuen Rechten, unter anderem von den rechtsextremen Identitären, zum Kampf Begriff gemacht. Warum wollen Sie gerade einen Kampfbegriff der Ultrarechten jetzt für eine neue Stelle innerhalb der EU-Kommission? Ich finde es ja super, welche Wortkreationen man da immer nimmt und welche Steigerungsstufen hier eingebaut werden, welche Superlativen, Ultrarechts, Rechtsextrem, neue Rechte, weiß nicht, bin ich jetzt ein neuer Rechter oder alter Rechter, das müssen wir dann vielleicht noch bewerten miteinander. Aber schauen Sie, das ist ein Begriff, der es auf den Punkt bringt. Ja. Sie könnten auch sagen, ein Rückführungskommissar oder eine Rückführungskommissarin, auch denkbar. Was wir jedenfalls haben wollen, ist, dass all diese Menschen, die hier zu uns kommen, unsere Kultur nicht respektieren, unsere Sozialtöpfe ausräumen, ohne irgendeinen Beitrag fürs Gemeinwohl zu leisten, dass wir die möglichst rasch wieder aus dem Landes bringen. Und vor allem dann, wenn sie auch noch kriminell werden. Ich meine, es sind uns ja diese Schreckensdaten der letzten Wochen und Monate ja bekannt. Ich meine, da wird ein 12-jähriges Mädchen von bis zu 17 Tätern missbraucht und vergewaltigt. Das sind dann alles Herrschaften, die weiterhin bei uns sitzen und die Gefängnisse überfüllen. Also ich glaube, da haben wir dringend einen politischen Wandel notwendig. Und ganz ehrlich, jemand, der 12, 13 Jahre alt ist und in der Lage ist, ein Mädchen zu vergewaltigen, der wird auch in der Lage sein, seine Strafe in Afghanistan oder sonst irgendwo abzusitzen. Ja. Das heißt also, Rückführungen nach Afghanistan und nach Syrien, das sind nämlich jetzt auch diese Gruppen, wo immer mehr dieser Vorfälle auftauchen, ja, die müssen schnell möglich gemacht werden. Selbst in der Bundesrepublik Deutschland denkt der Bundeskanzler Scholz schon über Abschiebungen nach Afghanistan nach. Also das sollten wir rasch machen. Die ÖVP möchte es ja auch. Und deswegen machen wir auch die Nagelprobe morgen im Parlament dazu. Also Remigration, nur damit es klar ist, bedeutet, alle, die illegal in die Europäische Union gekommen sind, egal auf welchem Weg, müssen in Zukunft Ihrer Meinung nach von diesem Kommissar wieder zurückgeführt werden in die Heimatländer. Es braucht eine umgekehrte Solidarität in der Europäischen Union. Bis jetzt hat man immer gesagt, dass Länder, die keine Zuwanderer aufnehmen und keine Asylanten und Flüchtlinge und sonstiges, die sind unsolidarisch. Ich halte es für hochgradig unsolidarisch, was man unserer Bevölkerung hier antut in ganz Europa. Eben mit der Einwanderung in die Sozialsysteme, mit den Verbrechensraten, die überall explodieren, mit den No-Go-Areas, die entstehen und so weiter. Also deswegen, Remigration heißt nichts anderes wie Rückführung und das muss natürlich möglichst rasch passieren, denn Migration, da gibt es auch ein Gegenteil dazu, und das ist die Remigration. Und wie gesagt, ich finde, der Begriff trifft eigentlich ganz gut auf den Kopf. Und ganz ehrlich, es wird ja jeden Tag irgendein neuer Begriff ausgegraben, der gerade wieder irgendwelchen politisch Korrekten nicht gefällt. Mir ist das relativ egal. Ich möchte nur das sagen, was ich meine. Und das ist in dem Fall genauso. Ja, und zum Thema Rückführungen, das ist ja auch immer ein Streitpunkt. Die Regierung hat angedacht, nach Ruanda Leute zu bringen. Die Italiener wollen in Albanien intensiver zusammenarbeiten. In Deutschland, wie gesagt, wird diskutiert, ob Schwerverbrecher, die eine Bluttat begangen haben, nach Afghanistan bzw. Syrien abgeschoben werden. Was fordern Sie konkret und was werden Sie im Parlament einbringen? Na, jeder, der keinen gültigen Aufenthaltstitel in diesem Land hat, muss natürlich wieder in das Land zurückgebracht werden, wo er herkommt. Es braucht eine No-Way-Politik und wissen Sie, ist ja auch so interessant. Da gibt es wirklich mannigfaltige Fälle,
von Personen, die sich zwar hier in der Bundesbetreuung im Asylstatus in irgendeiner Art und Weise befinden und gleichzeitig aber zur Erholung quasi, weil es in Österreich so schlimm ist, dann in genau diese Länder auf Urlaub fahren, wo sie eigentlich hergeflohen sind. Ja. Also ganz ehrlich, wer dorthin auf Urlaub fahren kann, nach Afghanistan, nach Syrien oder sonst irgendwohin, die wird sich auch dorthin abschieben lassen müssen. Mal das eine. Und das andere ist, was immer heißt, es ist so schwierig, das mit anderen Ländern zu vereinbaren. Also wenn ich mir im Außenpolitischen Ausschuss anschaue, in welche Länder dieser Welt wir Entwicklungshilfen geben, ja, dann glaube ich, hat man auch da ein entsprechendes Druckmittel zu sagen, liebe Freunde, die Sache schaut jetzt folgendermaßen aus, entweder nimmt eure Staatsbürger wiederum zurück oder es wird die Entwicklungshilfe eingestellt. Also ich hätte da überhaupt keine Hemmungen, das genauso zu machen, denn man kann jetzt sozusagen in beiderlei Hinsicht fordern. Auf der einen Seite, dass man versucht, die Entwicklung dieses Landes zu fördern mit Steuergeldern, weil nichts anderes sind die Gelder, die dorthin fließen. Auf der anderen Seite, wenn alle die, die man dort nicht brauchen kann oder alle die, die bei uns kriminell werden, dann auf unsere Kosten auch noch hier durchgefiltert. Also ich glaube, da braucht es einen grundsätzlichen Wandel im Denken generell und dafür stehen wir auch zur Verfügung. Also noch einmal konkret, in welche Länder soll abgeschoben werden und zwar sofort? In so viele wie möglich. Also wie gesagt, es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern. Afghanistan, Syrien haben wir bereits erwähnt. Irak, es gibt viele nordafrikanische Länder, genau so ist es. Ja. Und dorthin muss man auch zurückführen, weil wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass es diese Herrschaften sind, die vor allem aus dem islamischen, muslimischen Bereich kommen, die einfach nicht wissen, wie man sich hier benimmt und wie man auch andere respektiert und toleriert. Und das haben wir nicht nötig, das haben unsere Kinder nicht nötig und denken sie auch an das Problem, dass wir in den Schulen haben, also jetzt nicht nur mit den islamischen Kindern, sondern mit der jetzt vielfach bevorstehenden Familienzusammenführung. Das heißt also, man braucht hier sozusagen in Österreich nur mal irgendwie einen Anker werfen und hoffen, dass man nicht auf den, gleich wieder auf der Grenze zurückgeschickt wird. Und wenn man das einmal geschafft hat, ist man de facto nicht mehr außer Landes zu bringen und kann sich dann sogar noch die Familie nachholen. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die wollen wir nicht. Das wird dann vielleicht sich auch ein bisschen entlastend auf unser Bildungssystem, auf die Schulen auswirken und in weiterer Folge natürlich auch aufs Sozialsystem. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ab und an brauche ich dann doch, konsultiere ich doch einen Arzt. Ja, und wenn man sich die Ärztezentren ansieht und schaut, wer da alle dort ist, ja, dann sind es auf den ersten Blick die wenigsten Personen derart, die hier schon einen Euro ins Sozialsystem eingezahlt haben. Ja. Das heißt also, wenn die SPÖ und die ÖVP da ständig irgendwie über das Sozialsystem jammern, dann glaube ich, könnte man natürlich auch durch diese Migrationspolitik, die eine vernünftige sein muss und eine sein muss, die wir freiheitlich vorschlagen, natürlich einen Druck aus dem System herausnehmen. Und dann braucht man sich gar nicht irgendwie Gedanken darüber machen, ob jetzt jemand einen rechtlichen Anspruch auf einen Arzttermin hat oder nicht. Fakt ist, das System kollabiert deswegen, weil viel zu viele fremde Menschen bei uns im Land sind. Ja, trotzdem noch einmal zurück zur Remigrationskommissarin Susanne Fürst soll das werden. Wie wollen Sie das in Brüssel vorschlagen und vor allem, welche europäischen Bündnispartner hätten Sie dazu? Es gab zwar den Rechtsruck in Frankreich Marine Le Pen, in Italien Giorgia Meloni, in Deutschland die AfD, aber sind ja schon große EU-Länder. Ja, ja, aber die auch AfD in Ungarn hat wiederum ein sehr gutes Ergebnis gegeben. Ja, Orban hat -3% gehabt, ja, aber er hat noch immer 43. Von welchem Niveau weg starten, muss man auch mal sagen. Aber man muss aber trotzdem dazu sagen, dass Le Pen mit der AfD wiederum nicht kann und Meloni auch nicht so recht mit dieser Gruppe. Also schauen Sie, Wendl, das Wichtigste ist, und das muss man halt einfach auch wissen, es gibt den Europäischen Rat auf der einen Seite, der setzt sich aus dem Regierungschef zusammen, und dann gibt es die Europäische Kommission. Umgesetzt, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Trügerische in der Europäischen Kommission.